Ostseebad Heiligendamm. Anfang Juni wird jedes Jahr im ältesten deutschen Seebad feierlich die Badesaison eröffnet. Das Anbaden nach historischem Vorbild erfolgt mit viel blaublütiger Prominenz. Königliche Hoheit, herzlich willkommen in eurem Seebad. Die Hoheit ist Großherzog Friedrich Franz, Gründer des ersten deutschen Seebades, gespielt vom Bad Doberaner Bürgermeister. Frau Friedrich, den Erzgroßherzog und seine liebreizende Gattin, die Alexandrine. Ihr königliche Hoheit, sie leben! Gebadet wird streng nach den Baderegeln des Hofrats Samuel Vogel, Leibarzt des Herzogs. In einem Zustand beträchtliche Ermattung darf niemand allzu kalt baden. Auch sollte man einen erquickenden Schlaf in der Nacht zuvor gefunden haben. Auch soll man sich erst abkühlen, bevor man mit 2-3 kurzen Absätzen ins Wasser taucht. Dass sich die Teilnehmer der Badegesellschaft unerschrocken, wenn auch kurz, in die 16 Grad kalte Ostsee stürzen, ringt den Zuschauern in dicken Mänteln Bewunderung ab. Die Geschichte der deutschen Seebäder beginnt 1793 an dieser Stelle. Den Heiligen Damm nennt man den wilden Küstenabschnitt vor den Toren Doberans. Schon 50 Jahre später entsteht hier die Weiße Stadt am Meer, gegründet von Großherzog Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin. Im Sommer residieren die mecklenburgischen Herzöge in Doberan. Im Münster des Ortes ruhen die Gebeine der Vorfahren der Herrscherfamilie. Nach und nach entwickelt sich das zunächst unbedeutende Doberan so zur klassizistischen Residenzstadt mit herrlichen Palais, Logierhäusern und großzügigen Parkanlagen. Hier empfängt der Herzog seine Gäste. Ein sommerliches Stelldichein des deutschen und osteuropäischen Hochadels. Wegen seiner außer Zweifel gesetzten heilsamen Wirkung auf die vielen Kränklichkeiten des Körpers gelingt es 1793 Samuel Gottlieb Vogel, dem Leibarzt des Herzogs, die versammelten Adligen zum Baden zu überreden. Gebadet wird aber nicht in Doberan, sondern in Heiligendamm, das wegen seiner Lage direkt am Meer Doberan schon bald den Rang abläuft. Anfang dieses Jahrtausends wurde das historische Ensemble originalgetreu wieder aufgebaut. Der zuständige Projektleiter Hans Schlag weiß, was Heiligendamm so besonders macht. Dieser Platz definiert das, was wir heute unter Heiligendamm verstehen. Und er zeigt exemplarisch, dass Heiligendamm ein Ort ist, der aus dem Dialog zwischen gebauter Architektur und vorhandener Natur, der Kante des vorhandenen Buchenwaldes, entstanden ist. Der Grundgedanke des Badehauses zeigt zudem noch mal mehr, was Heiligendamm sein sollte. Das Badehaus symbolisiert, von Severin errichtet, den Tempel am Meer. Das war eigentlich der Gedanke. Ein reiner Ort für Vergnügung, für Unterhaltung. Unterhaltung im Sinne der Gäste des Herzogs, die mit ihm in seiner Residenzstadt weilten. Und illustriert dadurch eigentlich, wofür dieser Ort gebaut worden ist. Und damit ist er der Vorläufer aller deutschen Seebäder und ist eigentlich exemplarisch für das, was man damals unter Baden verstand. Das 1816 errichtete Kurhaus prägt den Stil der Weißen Stadt am Meer. Seine Inschrift, Hic te Laetitia invitat post balnea sanum, wird zum Motto für den Badeort. Frohsinn erwartet dich hier, entsteigst du gesundet dem Bade. Das großherzogliche Heiligendamm wächst rasant in den Jahren nach seiner Gründung. Nach und nach entstehen herrschaftliche Logierhäuser, Villen, Cottages und später sogar eine Burg im Tudor-Stil.
Das, was Heiligendamm so reizvoll macht, ist eben, dass es nicht innerhalb kurzer Zeit entstanden ist, sondern dass die Gebäude den jeweiligen Zeitgeist aus der Zeit ihrer Erbauung widerspiegeln und dieser Dialog von uns heute als spannend, als reizvoll empfunden wird. Heute kommen nicht nur Gäste des noblen Grand Hotel Heiligendamm, sondern auch normale Urlauber hierher, um den herrlichen Blick auf die See zu genießen. Bevor das Baden Ende des 18. Jahrhunderts in Mode kommt, hat schon der Anblick des Meeres die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Selbst wer am Meer wohnt, es sind vor allem Seefahrer und Fischer, meidet das Wasser. Unter Seeleuten hält sich jahrhundertelang der Aberglaube, dass im Meer umkommen muss, wer einmal vom Schiff gefallen ist. Kaum einer der Küstenbewohner kann schwimmen. Angeschwemmte, tote Wale scheinen zu beweisen, dass das Meer voller Seeungeheuer sein muss. So liegen die Strände jahrhundertelang leer und verlassen da. Ja, noch dazu kommt, ist, dass auch wirklich viele Plagen über das Meer kamen. Also sowohl die Pest als auch Piraten, die Normannen, was auch immer. Das kam viel, kam über das Meer, viele negativen Sachen für die Menschen, für die Bevölkerung, und somit hat das Meer natürlich auch da eher diese negative Konnotation bekommen. Das Leben an der Küste ist für seine Bewohner über viele hundert Jahre vor allem hart und beschwerlich. Dennoch erscheinen Ärzten Küstenbewohner häufig gesünder und robuster als die Menschen im Binnenland. Liegt das am Meer? 1753 veröffentlicht der englische Mediziner Richard Russell seine Doktorarbeit über die gesundheitsfördernde Wirkung des Meerwassers. Nun raten auch deutsche Leibärzte ihren verweichlichten adligen Herrschern zur Kur im Meer. Das Planschen in der See wird zum Trend unter Adligen. Innerhalb von 20 Jahren entstehen 4 neue Badeorte an der Ostsee. Travemünde, Boltenhagen, Warnemünde und Grömitz folgen dem Beispiel Heiligendamms. Adelsfamilien lassen sich an den einstmals gefürchteten Küsten Logierhäuser und Schlösser erbauen. Die Aussicht auf ein gesundheitsförderndes Bad lockt schon bald auch die feine Gesellschaft aus der Stadt an das Meer. Dem Adel folgt das Großbürgertum. Innerhalb weniger Jahre verändert der Trend zum Bad in der See das Antlitz der Küsten. Lange Zeit tummelte sich in den Seebädern ausschließlich der Hochadel und das Großbürgertum. Später kamen dann mittelständisch-kleinbürgerliche Kreise auch hinzu. Gleichwohl haben wir es nicht mit einem Massentourismus heutiger Prägung zu tun. Die Zahl der Gäste blieb letztendlich überschaubar. Die Verweildauer war auf 6 bis 8 Wochen, manchmal sogar noch länger. Eine Frau konnte sich nicht leisten, den ganzen Tag über dasselbe Kleid anzuhaben. Also man unterstrich durch den Wechsel der Kleidung, dass man eben wohlhabend war, man musste auf Konversation machen, man war Teil im Grunde genommen einer bürgerlichen Gesellschaft und damit auch Teil aller Konventionen, die für die bürgerliche Gesellschaft typisch waren. Kleider machen Leute, heißt es auch am Strand. Etikette und Baderegeln bestimmen die Bademode. Ganzkörperbedeckung ist anfangs für Frauen Pflicht. Manchmal müssen Damen wegen zu schwerer Badekleidung sogar gerettet werden. Die Regeln schreiben eine strikte Trennung der Geschlechter vor. Im Wasser geplanscht wird nur von Badekarren aus. Die werden rückwärts ins Wasser geschoben, dahinter können die Gäste dann sittsam bekleidet ins Meer abtauchen. Für den Spaziergang am Strand trägt man die gleiche elegante Kleidung wie zum Flanieren auf der Kurpromenade. Strandkleider im 19. Jahrhundert. Schweißtreibend und unpraktisch. Leichter und luftiger wird es erst nach der Jahrhundertwende, zunächst für die Damen.
Nun wird auch etwas nackte Haut toleriert. Die Bademode kommt in Mode. In den unterschiedlichsten Kreationen konkurrieren die Damen miteinander. Klassiker dieser Zeit, das zweiteilige Trikot mit Häubchen. Langsam liberalisiert sich das Badeleben. In Familienbädern ist die Trennung der Geschlechter nun aufgehoben. Kinder tragen damals die gleichen Trikots wie die Erwachsenen. Freizügiger die Mode der Herren. Sie tragen zwar auch Trikot, aber mit luftigen Einblicken auf den Oberkörper. Mit humoristischem Blick hat der Berliner Maler Ernst Heilemann diese Badeszenen festgehalten. Der als Zille von Banzin bekannte Künstler zeichnete auch für das Satireblatt Simplicissimus. Er dürfte mit seinen Darstellungen der üppigen Badenixen im prüden wilhelminischen Preußen für einige Aufregung gesorgt haben. Zumal Heilemann auch nicht die Darstellung eines Gewerbes ausspart, von dem in den meisten Badeführern rein gar nichts zu lesen ist. ...1932 wird Preußen die Mode zu freizügig. Es kommt zum Zwickelerlass. Damen dürfen nur noch baden, wenn sie einen Badeanzug tragen, der Brust und Leib an der Vorderseite vollständig bedeckt und mit einem Zwickel versehen ist. Die leichtere Bekleidung ist natürlich bequemer. Und mit dem weniger an Stoff fallen auch Standesdünkel, zumindest am Strand. Standesfragen sind seit Beginn des Badelebens wichtige Gründe für eine Reise ans Meer. Das Publikum in den deutschen Seebädern der Kaiserzeit ist wohlhabend und international. Am Meer trifft man den Herrn von Welt. Und die mitreisenden unverheirateten Damen vielleicht den Herrn fürs Leben. Eine wichtige gesellschaftliche Funktion der Badeorte war der sogenannte Heirats. Markt. Viele Mütter versuchten, ihre Töchter an einen, wie es hieß, Herrn von Rang und Stand zu vermitteln. In manchen Saisons wurden Dutzende von Ehen dort gestiftet und Verlobungen wurden dann gefeiert, sodass sozusagen der Kern dessen, was heute eigentlich Badeleben ausmacht, also der Aufenthalt im Wasser, am Strand selber, in der Anfangszeit oft nur Beiwerk war. Wenn man sich zeitgenössische Badeführer anschaut, wurde davor gewarnt, das erste Bad vor dem fünften Tag der Ankunft einzunehmen, oder man sollte längeres Liegen im Sande vermeiden. Und es war sehr wichtig, dass man beim täglichen Gang über die Promenade in der Lesesalle auch im Lesesaal auch entsprechend gekleidet war und mit der Kleidung auch den gesellschaftlichen Status unterstrich. Denn an der Badehose war der gesellschaftliche Rang des Betreffenden ja nicht erkennbar. Man konnte nicht wissen, war das jetzt der Graf oder war das sein Diener. 1882 ist das Geburtsjahr für das Strandmöbelstück der Deutschen, den Strandkorb. Sein Erfinder, der kaiserliche Hofkorbmachermeister Wilhelm Bartelmann aus Warnemünde. Der Legende nach baut Bartelmann den ersten Strandkorb für eine Dame namens Elfriede Malzahn, die an einer Rheumaerkrankung litt. Sie wollte Sonne und Strand genießen, ohne sich in der Seebrise zu verkühlen. Bartelmanns Erfindung wird schnell kopiert und verbreitet sich bald überall an Deutschlands Küsten. Nicht nur die schützenden Eigenschaften gegen Wind und Kälte machen den Strandkorb schnell zu einem Renner, er ist auch ungemein praktisch. Endlich muss man nicht mehr im Sand sitzen. Und wer sich ins Wasser stürzen möchte, kann währenddessen seine Habseligkeiten in ihm aufbewahren. In Deutschlands ältester Strandkorbmanufaktur in Heringsdorf wird bis heute nach dem Grundprinzip des Urstrandkorbes gebaut. Hier ist das Wort Manufaktu noch wörtlich zu nehmen. Jeder Arbeitsschritt wird immer noch von Hand gemacht. 5.000 bis 7.000 Strandkörbe verlassen den Betrieb pro Jahr. Es gibt ihn als Zwei- oder Dreisitzer. Mit einfachem Plastikbezug oder noblem Stoff. Selbst Strandkörbe für Hunde kann man hier bestellen.
Die Handarbeit hat ihren Preis. Luxusmodelle kosten schon mal mehrere tausend Euro. Übrigens, der Strandkorb ist bis heute eine typische Erscheinung heimischer Strände. Es gibt ihn in keinem europäischen Seebad außerhalb Deutschlands. Nicht nur der Strandkorb prägt die deutsche Ostseeküste. Berühmt ist auch die typische, reich verzierte und manchmal sogar protzig anmutende Architektur von Villen, Hotels und Pensionen. Vor allem in den Kaiserbädern, Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin, in Binz auf Rügen oder in Kühlungsborn findet man diesen einzigartigen Architekturstil. Es ist eine Mischung aus Klassizismus, Renaissance und Jugendstil. Aber auch das Reetdach früherer Fischerhäuser gehört dazu. Diese typische Bäderarchitektur entsteht, als das Großbürgertum die Seebäder für sich entdeckt. Reiche Bankiers und Fabrikanten lassen sich nun prächtige Sommerresidenzen bauen. Sie weilen schließlich jedes Jahr mehrere Wochen an der See. Die Bauten übertreffen sich gegenseitig in Glanz und Gestaltung und sind so ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Stellung des Bauherrn. Bäderarchitektur, so wie wir sie heute verstehen, mit all den Beispielen, die wir kennen, an allen deutschen Küsten zumindest, ist eine Architektur, die sich eigentlich von der sonstigen Industrie- oder Wohnarchitektur dadurch unterscheidet, dass sie, na nicht just for fun, aber mit einem anderen Gedanken im Hintergrund entstanden ist, dass man einfach Freizeit verbringen wollte. Und Bäderarchitektur kommt natürlich auch aus etwas, was man sich leistete. Und das sich leisten können, zeigte man dadurch, dass die Bäderarchitektur viel verspielter, viel reicher an Zierrat ist, als das, was wir sonst aus dem städtischen Raum gewöhnt sind. Die Kaiserbäder verdanken ihren Namen den Besuchen Wilhelms II. Regelmäßig reist der Monarch in die Badewanne Berlins genannten Seebäder auf Usedom. Zu seinem Lieblingsprojekt wird das in Ahlbeck gelegene Kaiser Wilhelm Kinderheim. Das Herrscherpaar besucht das Heim mehrmals. Wilhelm II. Als sozialer und volksnaher Kaiser. In seinem Heim werden die Berliner Kinder aus ärmlichen Verhältnissen mit gutem Essen und an frischer Luft aufgepäppelt. Die solide Holzbauweise des Heims ist zu der Zeit etwas ganz Besonderes. 1913 erbaut und aus der Privatschatulle Wilhelms finanziert, steht das Kinderheim heute unter Denkmalschutz. Und es dient immer noch demselben Zweck wie vor 100 Jahren. Die Sportjugend Berlin nutzt das Heim als Ferienlager für gestresste Großstadtkinder. Selin auf der Insel Rügen. Das Ostseebad ist einer der Orte, die erst mit der Ausweitung des Badepublikums auf kleinbürgerliche Schichten Bedeutung erlangen. Das Schicksal Selins ist eng mit der Geschichte seines Wahrzeichens verknüpft, der Seebrücke. Die erste Brücke wird 1901 gebaut. Aber schon 1920 brennt sie ab und muss neu errichtet werden. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt sich Selin schnell. Mit den Touristen kommt der Fortschritt. Schon bald hat Selin ein Herren-, ein Damen- und ein Familienbad. Nach dem Anbau eines Musikpavillons und einer Lesehalle an die Seebrücke kommt so etwas wie Glamour in den Ort. Stündlich fährt ein Bäderschiff in die benachbarten Ostseebäder und weiter zum Festland. Selin gilt vor allem als familienfreundlich. Wer hier urlaubt, sucht nicht die Stars und Prominenten. Kinder sind gern gesehen und finden schnell Spielkameraden am Strand. Durch den Zustrom der Touristen entwickelt sich auch ein neuer Beruf in den Seebädern: der Strandfotograf. Selins Strandfotograf heißt Hans Knospe, geboren 1899. Er ist in den 20er Jahren schon eine Legende am Ort. Seine Urlaubsandenken? Fotos aus steifem Karton, so groß wie eine Zigarrenschachtel.
Ferienglück für immer festgehalten. Bezahlbar, auch für die kleinen Leute. Knospe hat ein Händchen für gute Motive. Und die Leute mögen ihn. Da bin ich los am Strand. Hallo, Grüppchen. Und also ich brauchte gar nicht viel reden. Da war ich schon umringt und dann habe ich schon angefangen aufzubauen. Hier zum Beispiel hatten wir, um zu animieren, so ein Sandkrokodil gemacht. Und dabei haben wir Gruppenaufnahmen hergestellt. Fotograf, Animateur, Entertainer. Knospe hat das alles drauf. Auch wasserscheu darf man nicht sein als Strandfotograf. Schwimmen lernt Hans Knospe aber zeitlebens nicht. Nur im Sommer ist er in Selin, im Winter arbeitet er im Erzgebirge. Immer Touristen vor der Linse. So ist sein Leben. Und sein Geschäft boomt. Schon bald hat Knospe Angestellte, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Morgens am Strand fotografieren, nachmittags entwickeln, abends die Fotos verkaufen. Der Fotograf geht mit der Zeit. In den 20er Jahren ist die Eisbärenfotografie in Mode. Die Idee? Ein Eisbär empfängt die neuen Gäste auf der Seebrücke. Im Kostüm steckt ein Angestellter von Hans Knospe. Wenn der Dampfer anlegte aus Stettin, dann war ich mit meinem Eisbären hier immer. Und der Eisbär, der hat dann die Urlauber, die Gäste in Empfang genommen. Und das war immer so eine lustige Angelegenheit. Und hatte mal einen vergessen, in den Arm zu nehmen, dann blieben die stehen, die Urlauber. Da musste der Eisbär sie auch erstmal umfassen und umarmen. Nicht? Also das war köstlich. Selin, Ende der 20er Jahre. Bei Ankunft und Abschied winkt der Eisbär von der Brücke. Unbeschwerter Urlaub, Jahr für Jahr. Und als Andenken Knospes Foto. Aber die 20er sind nicht nur unbeschwert. Es sind Jahre des politischen Umbruchs. Auf der einen Seite entspannen sich die sozialen Verhältnisse in einem Sinne, dass Konventionen über Bord geworfen werden, Familienbäder fast überall eingerichtet werden, Geschlechter nicht mehr getrennt baden, viele Konventionen wegfallen und von daher also manches entfällt, was sozusagen dem Badeleben den sozialen Stempel lange Zeit aufgedrückt hat. Die Politik macht sich in den Seebädern dann auch insofern bemerkbar, als man jetzt nicht nur Strandburgen mit Flaggen dekoriert, sondern auch die Strandkörbe, in denen man sitzt und mit der Flagge dann oder mit Abzeichen, die man an der Kleidung hat, seine politische Gesinnung auch deutlich macht. Und da ist es eben auch nach wie vor, dass sehr viele schwarz-weiß-rote Fahnen des vergangenen Kaiserreiches dann zu sehen sind. Nur eine Minderheit der Gäste wagt es, schwarz-rot-gold und damit die Farben der Weimarer Republik dort aufzuziehen. Und wer das tut, musste häufig mit entsprechenden Reaktionen der anderen Gäste rechnen. Es war üblich, solche Flaggen einfach zu stehlen oder Leute anzupöbeln, die es wagten, schwarz-rot-gold zu flaggen. Entspanntes Strandleben, liberal und ungezwungen, gibt es auch schon in den Golden Twenties nicht für jedermann. Politische Reibereien und Konflikte entladen sich nicht nur im Flaggenkrieg. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg werden jüdische Gäste in deutschen Badeorten verstärkt diskriminiert. Hotels weisen sie ab. Nicht selten werden sie von nationalgesinnten Badegästen beschimpft. Es bleibt nicht nur bei Pöbeleien. Schon lange vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten sieht man den Hitlergruß auch immer wieder in den deutschen Seebädern. In Anzeigen und auf Postkarten wird jüdischen Gästen deutlich klargemacht, was man vom reichen jüdischen Parvenu und seiner Familie hält. Der Bäderantisemitismus als Phänomen prägt sich seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts aus, in einzelnen Seebädern vor allem, die dann nicht zu den traditionsreichen Seebädern gehören und
eher ein kleinbürgerliches Publikum anziehen, also Orte wie Zinnowitz an der Ostsee oder Borkum an der Nordsee, während die Traditionsbäder wie Norderney an der Nordsee oder Heringsdorf dann eher ein mondän internationales Publikum haben und in der Diktion der anderen Bäder dann sehr schnell als Judenbäder gelten. Sie werden verhöhnt. In einer Schmähschrift über Heringsdorf heißt es, dort ist man, was sehr viel wert, unter sich und ungestört. Drum die besseren Juden alle trifft man da in jedem Falle. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird nicht nur der Bäderantisemitismus zur alltäglichen Erscheinung in allen deutschen Seebädern. Auch das ganz normale Leben verändert sich. Statt flanierender Gäste ziehen jetzt Uniformen im Gleichschritt am Kurhaus vorbei. Vorbei auch die Zeiten des winkenden Eisbären auf der Seliner Seebrücke. Stattdessen werden nun Soldaten von strammen deutschen Mädeln verabschiedet. Nazi-Prominenz und Hitlergruß statt Badespaß und Urlaubsfreuden. Selins Wahrzeichen, die Seebrücke, wird zweckentfremdet als U-Boot-Anleger. Die Kriegsvorbereitungen in Nazi-Deutschland sind offensichtlich. Matrosen auf der Durchreise oder Kriegsschiffe vor der Küste sind nun die Attraktionen für die verbliebenen arischen Urlaubsgäste. Denn gebadet wird immer noch, trotz Aufrüstung. Bilder gefilmt von Hans Knospe. Der Strandfotograf wird zum Chronisten der neuen Zeit. Hält die immer stärker werdende Radikalisierung des Lebens in deutschen Seebädern am Vorabend des Zweiten Weltkrieges fest. Die Kamera, mit der Knospe diese Bilder macht, funktioniert auch 70 Jahre später noch. Aufziehen. Paar Mal rum. So. Die Kiste hoch. Durchgucken. Und schon läuft sie. Das herrliche, gute Stück. Zeitlupe. Alles Mögliche dran. Das war seinerzeit vom Krieg das Neueste und das Schönste, was man kramen konnte. Aber auch diese Bilder gibt es Mitte der 30er Jahre noch. Schwimmwettkämpfe unter den Urlaubsgästen. Hans Knospe filmt und zeigt die Filme am gleichen Tag auf einem Laken vor seinem Geschäft, wo sich die Urlauber abends mit der Familie bei Knospe zum Gucken versammeln. Freizeitsport und Spiel rücken seit Beginn der 20er Jahre in deutschen Seebädern immer mehr in den Vordergrund. Der Aufenthalt am Meer dient nun nicht mehr nur der eigenen Repräsentation, sondern auch der Körperertüchtigung. Tennis, Golf und vor allem Pferdesport sind in einem Seebad, das etwas auf sich hält, fast immer anzutreffen. Auch heute ist Pferdesport an einigen Urlaubsorten beliebt. Ein Poloturnier auf der berühmten Rennbahn Heiligendamm-Doberan. Hier trifft sich die Haute Volée gern, um bei einem prickelnden Getränk Geschäfte und Geschäftchen zu besprechen. Ob dabei die Hüte der Frauen oder die Araberhengste auf dem Rasen schöner sind, ist wohl Ansichtssache. Die Rennbahn in Heiligendamm-Doberan ist die älteste auf dem europäischen Festland. Die ersten Pferderennen finden hier bereits 1804 statt. Galopprennen mit Vollblutpferden gibt's zu Ehren der Großherzogin Alexandrine seit 1822. Bis 1939 finden in Doberan regelmäßig Veranstaltungen statt.
Seit die Nazis an der Macht sind, gelten allerdings Tennis, Golf und Pferderennen als elitär und suspekt. Heiligendamm, das erste deutsche und sehr elitäre Ostseebad, wird jedoch von den Nazis bedenkenlos okkupiert. Göring, Hitler und Goebbels machen ausgerechnet Heiligendamm zu ihrem Lieblingsbad an der Ostsee. Für die Volkstouristen haben die Nazis andere Pläne. Kraft durch Freude, KDF, ist das Motto. Das bedeutet einfachster Massentourismus für jedermann. Dafür wird eine Bettenburg in den Kiefernwald in Prora auf der Insel Rügen geklotzt. Die Ausmaße sind gigantisch. Auf einer Länge von 4,5 Kilometern sollen 10.000 Gästezimmer entstehen. Prora ist ein Beispiel einer ganz speziellen Art. Das KDF-Bad, das war das Vorzeigeding, 36 bis 39 gebaut, nie fertig geworden. Aber natürlich mit einem völlig anderen, sagen wir, gesellschaftlichen Hintergrund entstanden als Heiligendamm. Wenn Heiligendamm klasse und elitär ist, dann war Prora Masse und etwas, was sich jeder leisten können sollte, in Anführungsstrichen. Prora mit Zimmern, 10 Quadratmeter, 2 Betten, ein Waschbecken an der Wand, nicht mal eine Dusche, hat einen völlig anderen Anspruch aus sich heraus gehabt, als Heiligendamm ihn hatte und als auch die anderen Ostseebäder hatten. Bis heute kann man die Reste des KDF-Baus besichtigen. Beton gewordener Größenwahn, der nach und nach zerfällt. Niemand weiß, was aus den ehemaligen Bettenburgen werden soll. Ein kleiner Teil dient heute als Jugendherberge und NVA-Museum. Denn in der DDR wurde Prora als Militärkaserne der Nationalen Volksarmee genutzt. Die Nachkriegszeit. Deutschland ist geteilt. Und in der DDR nimmt die Geschichte der Seebäder eine ganz andere Entwicklung als im Westen. Der SED-Führung sind schon Anfang der 50er Jahre die privaten Hoteliers und Gastwirte ein Dorn im Auge. 1953 werden in der sogenannten Aktion Rose sämtliche Hotels, Pensionen und selbst Gaststätten zwangsenteignet. Stolz berichtet einen Aufklärungsfilm mit propagandistischen Texten im Stile der Wochenschau später vom Erfolg dieser Aktion. Sein ehemaliges Kurhotel Atlantik war einmal Treffpunkt der feudalen Welt. Heute ist es Mittelpunkt des Feriendienstes unserer Gewerkschaften. Erholungszentrum Solidarität heißt es jetzt. Und beweist damit schon nach außen hin, dass auch hier ein neuer Geist eingezogen ist. Genauso wie es die umliegenden Wohnhäuser tun, die die Namen unserer besten Aktivisten und Helden der Arbeit tragen. Einstige Sommersitze weniger Millionen schwerer Leute, jetzt sind sie dem zentralen Ferienheim Solidarität angeschlossen. In dieser schönen Umgebung und in diesen Zimmern verbringen heute die Menschen ihren Urlaub, die früher so etwas nur vom Hören sagen kannten. Für Selbstständige in der DDR brechen nun schwere Zeiten an. Die Ostseeküste wird zum Grenzgebiet. Frei bewegen kann man sich an den meisten Stränden nur noch tagsüber. Auch Strandfotograf Hans Knospe muss mit staatlichen Restriktionen leben. Im Fotohaus Knospe wird eine Volksbuchhandlung einquartiert. Die Seebrücke in Selin. Vom einstigen Wahrzeichen, während des Krieges schwer beschädigt, ist nur noch ein Stummel übrig. Und auch der verkommt. Der Fotograf Knospe dokumentiert den Verfall. 1978, das Ende der Seebrücke. Die letzten Reste werden abgerissen. Ich stand öfter die Tränen in den Augen, wenn ich das so gesehen habe, wie das so gemacht wurde. Manchmal müssen immer gedacht haben, was hat der Eule doch damit zu tun? Nicht? Aber es ist so, es ist einem so am Herzen gewachsen, nicht?
noch dazu, weil wir 1920 hier auf der Brücke die ersten Läden wieder gemietet haben. Die Seebrücke, die ist eben, das ist die Krone von Selin hier. Ich sage immer, Selin war so schön, man nannte es ja auch die Perle Rügens. Erst Mitte der 90er Jahre, nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, gibt es Überlegungen für einen Wiederaufbau der Brücke. Hans Knospe, jetzt erster Ehrenbürger der Stadt Selin und ältester Fotograf Deutschlands, nutzt seine Bekanntheit, um sich für einen Brückenaufbau einzusetzen. Und hat Erfolg. Baupläne gibt es nicht mehr, aber Knospe hat ja seine Fotos. So kann ein Nachbau geplant werden. Also man kann das gar nicht richtig ausdrücken. Es ist so ein beglückendes Gefühl, ja. Also wenn man so lange hier gearbeitet hat, wie ich früher, und dann den Verfall mit durchgemacht hat und erlebt hat, wo einem die Tränen in die Augen kamen. Und heute kann man doch sagen, es geht wieder aufwärts und wir kriegen unsere Brücke wieder. Und darüber bin ich eigentlich recht glücklich. Ich habe ja nicht gedacht, dass ich so alt werde und das noch miterlebe. Also wirklich, es ist für mich ein wunderbares Gefühl. Die neue Seebrücke von Selin wird im April 1998 fertiggestellt. Hans Knospe stirbt ein Jahr später, im Alter von fast 100 Jahren. Gut 40 Jahre nach der Aktion Rose sind die meisten der ehemals prächtigen Gebäude in den Seebädern der früheren DDR dem Verfall preisgegeben. Heiligendamm, früher die weiße Stadt am Meer, ein trauriger Anblick. Bis zum Ende der DDR nimmt der Zustand vieler Gebäude dramatische Züge an. Ja, es war kurz vor knapp. Jedes Gebäude übersteht eine gewisse Zeit des pfleglosen Umgangs. Jedes Gebäude übersteht auch eine Zeit der Fehlnutzung. Aber irgendwann rächt sich das. Und nach 40 Jahren DDR-Geschichte war an vielen Stellen mühelos erkennbar, dass die Dinge also dringend einer Sanierung bedürfen. Wie die Sanierung dann erfolgt ist in den Jahren danach, darüber kann man streiten, das mag hier so und an anderen Orten anders gewesen sein. Wichtig ist eigentlich, dass dort, wo ein Konzept vorlag und eine sinnvolle, eine vernünftige Sanierung stattgefunden hat, diese Dinge, weil sie noch vorhanden waren, noch in den alten Strukturen und letztlich auch wieder in dem alten Glanz zu erstrahlen beginnen. In Heiligendamm beginnt die Sanierung mit viel Pomp und politischer Prominenz Mitte der 90er Jahre. Auferstanden aus Ruinen. Die Aufgabe ist gewaltig. Die weiße Stadt soll wieder genauso erstrahlen wie zu ihren besten Zeiten. 50 Millionen Euro Fördermittel investiert Mecklenburg-Vorpommern in den Wiederaufbau. Der langsame Verfall zu DDR-Zeiten wird in den Nachwendejahren zu einem Vorteil der ostdeutschen Seebäder. Wenn man es plakativ ausdrückt, würde man sagen, im Osten ist die Bäderarchitektur überwiegend noch vorhanden oder unter irgendwelchen Schalen versteckt noch vorhanden, während die alten Bundesländer in der Zeit, auf die es ankommt, über zu viel Geld verfügten und sich zu leicht damit getan haben, diese Bäderarchitektur wegzureißen, weil, und dann sind wir da bei der Entstehungsgeschichte, Bäderarchitektur zu erhalten ein Spiel ist, was relativ viel Geld erfordert. Und natürlich war es in der Zeit, in den 60er und 70er Jahren, in alten Bundesländern vermutlich leichter, die Dinger wegzureißen und durch moderne Gebäude zu ersetzen, während das im Osten einfach nicht möglich war, weil diese Gebäude gebraucht wurden, weder das Geld zum Abriss der alten noch das Geld zum Bau neuer vorhanden war. Und dadurch haben sich diese Dinge im Osten besser erhalten. Bäderarchitektur zu erhalten kostet viel Geld. Eine Investition, die sich nicht immer auszahlt. Die weiße Stadt am Meer ist heute fast vollständig in alter Pracht wiederhergestellt. Aber das Grand Hotel Heiligendamm schreibt rote Zahlen. Zu teuer der Aufenthalt, zu wenige Gäste in der Woche. Trotz Gourmet-Restaurant und erstklassigem Service. Heiligendamm muss sich nun mit vielen anderen Häusern an der Ostsee messen.
2012 ging der Betreiber des Hotels in Insolvenz. Die Zukunft ungewiss. Ostseebad Beutenhagen. Die neue Marina und das noble Hotel ist einer der neuen Konkurrenten für Heiligendamm. Beutenhagen lockt die internationalen Gäste auch mit Sportveranstaltungen. Die Segelweltmeisterschaften in der olympischen Bootsklasse Laser finden 2012 hier an der Weißen Wieg statt. Eine Mega-Veranstaltung mit mehreren hundert Aktiven und doppelt so vielen Betreuern und Helfern. Veranstaltungen wie diese sind ein Segen für den Ort. Ausgebuchte Betten und internationale Aufmerksamkeit. Eine gute Werbung für das Seebad. Die Wettkämpfe auf dem Wasser sind nicht nur spannend, sondern auch zum Greifen nah. Da wird gewendet, gehalst und dabei kein Meter verschenkt. Spannende Abwechslung für die Gäste an kalten Tagen. Auch wenn so manch einer nicht genau weiß, warum die kleinen Boote da draußen scheinbar immer im Kreis herumfahren. Die meisten Gäste in den deutschen Ostseebädern sind jedoch weder Segelprofis noch Gourmetfans. Denn was zieht die Menschen ans Meer? Sonne, Sand und Wasser. Bewegung an frischer Luft. Und nostalgische Erinnerungen. Am Strand wird so mancher gestandene Geschäftsmann wieder zum Kinde. Da ist aber auch wirklich der Effekt, dass die meisten Menschen von klein auf ans Meer gefahren sind. Dass sie als Kinder am Meer gespielt haben, dass sie Sandburgen gebaut haben. Und wenn die dann wieder zurückkommen, dann findet auch so eine Art Regression statt, dass sie wieder eigentlich in solche kindliche Schemen fallen, dass sie wieder anfangen zu spielen, dass sie wieder auch mit ihren Kindern dann spielen können. Also man hat ja manchmal den Eindruck, dass die Väter viel lieber die Sandburgen bauen als eigentlich die Kinder. 40 Millionen Übernachtungen, 60 Millionen Tagesausflügler werden pro Jahr in den Seebädern an Ost- und Nordseeküste registriert. Sie sind die beliebtesten Urlaubsziele in Deutschland und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ein Boom, der 1793 mit dem ersten deutschen Seebad Heiligendamm an der Ostsee begonnen hat.